Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Sei doch stolz auf dich. Eine total wichtige Eigenschaft für mehr Selbstbewusstsein. Ja, Stolz ist ja eigentlich nichts Positives, oder? Bei Stolz bin ich ein eitler Gockel und mache mich da wichtig. Das ist ja eigentlich keine gute Eigenschaft. Ja, wenn ich total hochnäsig bin und wenn ich glaube, ich bin der Weltmeister und Miss Universe in einer Person, dann ist das keine gute Idee. Ja? Also ich kann auch natürlich Stolz übertreiben und ich kann auch gerade, wo es nichts zum Stolz sein gibt, aus nichts eine Riesensache machen. Und da sind schon manche Menschen Weltmeister darin, wo ich auch sagen muss, puh, die haben ein Selbstbewusstsein. Deren Selbstbewusstsein möchte ich haben, ja. Mit leerer Hose sich so gut zu fühlen, das ist nicht. Also mit voller Hose kann ich gut stinken, aber mit leerer Hose brauche ich mir nicht einbilden, dass ich da gut stinken kann. Ja. Manche schaffen es trotzdem, okay. Es vergeht aber schnell wieder und ist eigentlich nichts Nachhaltiges, um in diesem Bild zu bleiben. Also das heißt, was ich eigentlich beim Stolz schade finde, ist wenn es so übertrieben ist und keine Basis hat. Wir brauchen Selbstbewusstsein, wir brauchen auch ein gesundes Maß an Selbstannahme für uns selber, und da ist es auch gut, wenn wir sagen, ja, das mache ich gut, das ist okay, das kriege ich hin. Und wenn ich nur hinkriege, dass ich halbwegs gerade Radfahren kann, oder wenn ich nur hinkriege, dass ich halbwegs gerade gehen kann, ja, darauf kann ich auch schon stolz sein. Jemand anderer kriegt das nicht so gut hin, warum auch immer, ja. Sei es, weil er besoffen ist, oder sei es, weil er einen zu kurzen Fuß hat, dann wackelt das mehr. Also gut, ich kann schon auf Dinge stolz sein, die okay sind. Ich kann aber auch mir Dinge erarbeiten, auf die ich dann im Laufe der Zeit auch stolz sein werde, weil ich mir das hart erarbeitet habe. Und vielleicht ist es ein negativer Begriff für manche, dieses Stolz. Nein, ich kann selbstbewusst sagen, hey, super, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich bin froh, dass mir das gelungen ist. Das ist der Knackpunkt. Also, wie gelingt's mir, Dinge so zu gestalten, dass ich innerlich sag, wow, bin zufrieden, mag ich, ist so, wie ich's eigentlich mir ersehnt habe. Erster Punkt, wie's gelingt, ist, worauf mag ich denn stolz sein? Was ist mir denn wichtig? Wo hätte ich denn gern mehr Selbstbewusstsein? Ja? Und das wird total unterschiedlich ausfallen. Nehmen Sie mal kurz Zeit, das so zu überlegen. Was ist es, wo ich merke, ma schön, das wär's. Und da ist ein erster Punkt, zu sagen, meine Fähigkeiten, meine Begabungen, das ist das, wo ich mich freue, wo ich stolz bin. Wo auch die anderen sehen, hey, das machst du gut. Und wenn ich da eine Rückmeldung krieg, ja, dann werde ich das wieder machen. Wenn alle sagen, bitte, was führst du denn auf, ja, wenn es alle sagen, ja. Also es ist immer so, dass einige sagen werden, hey, mach's gut, und andere sagen, na, bitte, muss das sein, ja. Oder neutral. Gut, davon habe ich noch nichts, ja. Aber wenn ich öfters, also öfter heißt mehr als einmal, ja, von jemanden oder von verschiedenen Leuten gesagt bekomme, hey, alles gut, es fällt mir auf, dass du positiv machst, ja. Ich bemerke es als Außenstehender. Ja, das stärkt das Selbstbewusstsein schon mal enorm. Ja. Wenn es niemand gibt, der mir was sagt, und ich bin ja überzeugt, das gefällt mir, ja, dann garantiere ich Ihnen, es wird jemand bemerken. Warum? Weil da eine innere Begeisterung dahinter steht. Ja. Und ich denke da an meine Tochter, die hat sich ganz geheim überlegt, sie möchte unbedingt Cello spielen lernen, ja. Und wir haben gesagt, wieso Cello und Riesending und so, ja. Und sie hat sich das geheim ausgeborgt, ja. Hat sich im Internet die Griffe schon angeschaut und hat auch wirklich am Anfang geheim im Keller geübt, ja. Und auf einmal, taucht sie auf und spielt wirklich schön, natürlich noch sehr einfach, aber wirklich schön, Dinge vor. Und dann denke ich mir,
boah, also alle haben gesagt, boah, woher kannst du denn das? Habe ich mir selber im Internet angeschaut, ja. Und ist ja gar nicht so einfach, dann auch die richtigen Töne da am Griffbrett zu finden. Und das hat sie wirklich ausprobiert und mit Metronom verglichen. Also die hat sich da total bemüht. Das war ihr persönlich ein Anliegen. Und so alt ist sie noch gar nicht. Und damit hat sie total viel Lob von außen gekriegt und sie ist gewachsen, ja, obwohl das Cello noch ein kleines ist und sie auch noch klein ist, boah, die war gleich um Ecken höher, weil sie gemerkt hat, das hat sich gelohnt, ihr eigenes Engagement, auch ihre Freude, das wollte sie ja selber haben, aber weil sie eben jetzt so viel Feedback von außen gekriegt hat, weil es wirklich plötzlich noch was geklungen hat und nicht nach Holzsägen, ja, hat sie sofort so viel Lob gekriegt, dass sie dann wirklich stolz war auf sich, dass sie das geschafft hat, ja. Und jetzt ist sie voll motiviert zum Weiterüben. Hat keiner was gesagt, hat keiner gesagt, bitte üb endlich und so, ja. Nein, sie wollte selber. Und solche Dinge, wenn man die fördert, dann entwickelt sich daraus dann vielleicht sogar ein Beruf, ja, oder eine Berufung, sogar noch mehr als ein Beruf, ja. Es ist mehr als ein Job. Das ist das, wo ich sag, ich bin so gerne Cellist, ja, oder ich bin so gerne Informatiker, ja, weil das erfüllt mich so mit Freude, wenn ich was hinkriege, ja, wenn ich das schaffe, wenn ich merke, wow, das funktioniert, das Programm, das ich jetzt programmiert habe, ja, oder ich habe so erfreut, dass ich das Essen gut zusammengebracht habe, ja, dass das Essen nicht nur mir schmeckt, sondern sogar auch anderen schmeckt, ja, und dass die anderen sagen, wow, wann machst du denn das wieder, sowas Gutes, ja. Und also es fallen mir so viele Beispiele ein, wo ich merke, wenn ich das einmal selber ausprobiert habe und mir denke, ne, bin gespannt, ob das wird, und dann merken es andere. Das ist wie ein Turbo. Okay, wie kann ich noch auf mich stolz sein, wenn's niemand anderer von außen merkt, oder wenn ich Dinge tue, die auch zu schwierig sind, so dass ein anderer gar nicht merken kann. Also Beispiel, ich schaffe eine ganz schwierige Integralrechnung, ja, oder ich schaffe irgendein schwieriges Projekt, wo der Chef dann automatisch sagt, ja, ist eh klar, das ist auch die Aufgabe. Oder ich kriege das bei einer Schularbeit, kriege ich die schwierige mathematische Gleichung richtig hin, freue mich selber riesig, ja, aber für die anderen ist es eh selbstverständlich, weil so schwer ist es ja nicht, ja. Aber für mich war es wahnsinnig schwer, ja. Und dass ich das geschafft habe, ist ein Wunder fast, ja, weil ich unfähig bin in Mathematik, ja. Und das, da brauche ich dann kein Erfolg von außen. Da reicht's dann, wenn unten das richtige Ergebnis steht, ja, wo ich mir denke, boah, ich hab's geschafft, ja. Also da ist dann schon, da kann ich dann wirklich, wirklich stolz sein, weil ich mir denke, wow, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn und ich habe die mathematische Gleichung richtig. Ja, ja, ja. Also das, und wenn ich dann sogar noch ein zweites richtig habe, dann denke ich mir, boah, ich glaube, ich hab's verstanden. Es gibt's zwar nicht, aber ich hab's echt verstanden. Also das, und dann bin ich auch auf mich stolz und darf ich auch auf mich stolz sein, wenn ich das geschafft habe. Ja. Anderer Punkt ist, wenn es Möglichkeiten im Gespräch gibt, mit anderen Menschen gibt, wo ich merke, hey, da fließt was, da haben wir ein gemeinsames Verständnis, da fühlen wir uns gegenseitig so gut im Gespräch, da fühlen wir uns nicht nur verstanden, sondern da fühlen wir uns auch wohl, da spüren wir irgendwie, das tut gut, mit dem anderen zu reden, ne? Da kommt so eine Sympathie auf und so eine Herzenswärme und so. Wenn das gelingt, wow, da kann ich auch stolz sein. Das ist ein Akt von mir, dass ich aktiv zugehört habe und natürlich auch ein Akt vom Gesprächspartner, von der Gesprächspartnerin, dass die aktiv zugehört hat, ja. Aber dann merkt man, wow, das fließt, das rennt, das ist genau so, wie wir es wollen. Dann können wir auch stolz sein, dass wir es geschafft haben, gemeinsam zu schwingen. Und das geht hinein bis in die Sexualität, das ist auch einfach ein, da können wir auch stolz sein, wenn wir in der Lage sind, uns gegenseitig zu verschenken, dieses Geben und Nehmen zu spüren und was geben zu können und was empfangen zu können, weil manche können nur geben, sind nicht in der Lage, was zu nehmen, und manche wollen nur haben, haben, haben und wundern sich, warum sie dann allein bleiben. Auf das braucht man nicht stolz sein, ja, ist man auch nicht stolz, wenn man merkt dann eben, da fehlt was, ja. Aber wenn was gelungen ist, wenn was Tiefes gelungen ist, dann spüre ich das eh. Und ich muss vielleicht mich bei manchen Sachen ein bisschen bemühen und dann merke ich, ja, ich habe einen Durchblick, ich habe es geschafft. Ich habe zwei, dreimal probieren müssen, aber jetzt gelingt's, ja.
Anzucht jetzt in dieser Zeit von Tomaten und Gurken und Zucchini, ja. Jetzt muss ich üben und da muss ich schauen und da muss ich schauen, dass die richtige Temperatur haben und nicht zu viel Wasser, nicht zu wenig Wasser und so. Und wenn ich merke, hey, das wird was und ich schaff's dann auch noch, die umzutopfen und die werden immer größer. Wow, da bin ich stolz drauf, weil ich hab's geschafft. Ich habe einen grünen Daumen, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich einen grünen Daumen habe. Aber durch die Übung kriege ich's dann eben hin. Was tun abschließend noch, wenn ich sag, ich habe überhaupt nichts, ich habe keine Begabungen und ich kann auf nichts stolz sein, ich bin nur depressiv und nur frustriert und nur unfähig, ich werte mich dauernd nur selber ab, es gibt nichts, worauf ich stolz sein kann. Dann ist meine Empfehlung, nehmen Sie sich mal so an, wie Sie sind, in dem Nichts, in dieser Schwäche, in diesem leider nichts anbieten können und versuchen Sie mal zu sagen, es ist gut, dass ich nichts kann, weil es könnte auch noch schlechter sein. Ich bin auf einem niedrigen Niveau, wo ich wirklich ganz wenig kann, aber immerhin kann ich das, ja. Immerhin kann ich ganz kleine Dinge, auf die ich nicht stolz sein kann, aber es ist zumindest schon ein kleines Pflänzchen. Und jetzt ist dann der positive Weg raus aus der Depression, ist zu sagen, okay, das Pflänzchen ist so klein, es braucht Zeit, bis es wächst, ja. Aber wenn es gewachsen ist, kann ich auch auf das dann vielleicht mal stolz werden. Es gibt jetzt noch nichts zum Stolz sein, leider. Ich habe noch ganz wenig Selbstbewusstsein. Ich bin noch voll depressiv, voll frustriert, voll einsam, fühle mich ganz verloren. Aber ich gebe nicht auf, dass ich langsam wird es größer. Und dann auf einmal merke ich, eine Kleinigkeit ist doch, auf die ich ein bisschen stolz sein kann. Da dranbleiben und wenn Sie Unterstützung brauchen, wie dieses Pflänzchen ein bisschen mehr wächst, also ich bin jetzt kein Substral, wo das mit Turbo, das dann schneller wächst, aber ich begleite Sie beim Wachsen. Nehmen wir uns gemeinsam Zeit. Gerne unterstütze ich Sie drin. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, eine Art Wachstumsanleitung, also sprich unten Videobeschreibung Link für kurzes, kostenloses Erstgespräch und dann können wir gemeinsam weiter wachsen. Ich stehe Ihnen gern beim Wachsen bei, ich stehe Ihnen gern bei, dass Sie stolz werden und dass Sie Selbstbewusstsein erleben dürfen und sich freuen dürfen, dass Sie so sind, wie Sie sind.